Okay, dann leg jetzt auf. Nein, leg du auf. Du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst Nein, auf. Nein, du legst zuerst auf. Nee, du legst zuerst nee, auf. Nee, du legst zuerst auf. Ich leg auf. Der hat einfach aufgelegt. Ich hasse solche Menschen, ne? Ich hasse auch so diese Pärchen. Kennt ihr Pärchen? Wenn Pärchen durch die Gegend laufen. Es gibt nichts Cringigeres als Pärchen in der Öffentlichkeit, die das auch ausleben. Ja, dieses Händchen haltend durch die Gegend laufen, so als würde man den Menschen sonst verlieren, weil man ihn nicht festhält. Oh Schatz, gib mir deine Hand, lass mal zusammen durch die Gegend laufen. Also, wenn ihr jemals mein Freund oder meine Freundin werdet, just saying. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist in der Öffentlichkeit euch hinstellen. Schatz, lass mal ein Foto machen. Du musst anders gucken, lass mal ein Foto machen. Komm, lass mal. Tu mal so, als würdest du mich küssen. Da kriege ich halt sowas von AIDS im Arsch. Es ist so unnötig einfach. So unnötig. Oder auch Leute, dann gehst du mit deinem Partner, gehst du essen. Das Erste, was sie machen, noch nicht essen. Ich muss ein Foto machen. Nimm die Gabel mal weg, die ist im Weg. Oh, scheiße, ich habe mit Blitz gemacht. Ich mache nochmal ohne Blitz. Alle im Restaurant sehen das. Du sitzt da, hast Hunger, willst einfach nur deine scheiß Nudeln essen mit Parmesankäse, oh nochmal lecker. Knallst, willst einfach nur fressen und dann kommt deine Freundin oder dein Freund meinetwegen auch an. Lach doch mal. Oh, so wird das nichts mit meiner Insta-Karriere. Da denke ich mir halt so, oder? Ich will einfach nur scheiß Nudeln essen, halt dein Maul. Ich mach Schluss. Sorry, ich mach Schluss. Junge, ich will das essen und ich will das nicht meinem Opa zeigen. Guck mal, Opa, habe ich heute Morgen im Restaurant gegessen. Da war aber schön essen, ja, der Kalle und ich. Wen interessiert das? Kennt ihr diese cringen Couple-Posts auf Instagram, wo dann irgendwie so ein richtig nices Zitat einfach hingeschrieben wird? So Händchen halten durch den Wald, Herbstblätter, so richtig nice Farben von den Blättern, aber nur von hinten und dann so, oh, you are my everything of the world, I love you forever, ever and ever alone. Hashtag Couples, Hashtag Love, Hashtag Forever, Hashtag Ehre, Hashtag Spandau, Hashtag Liebe, Liebe, Liebe. Da kriege ich so plack. In solchen Momenten wünsche ich mir eine Dislike-Funktion für Instagram. Oder so ein meterlanger Text. Oh, Bruder, wir sind so durch eine harte Zeit gegangen. Ich liebe dich über alles. Es war so nice, als du mir damals geholfen hast, als ich die schweren Taschen hatte. Ich kam von Aldi und du hast die Taschen genommen und einfach in den dritten Stock getragen, obwohl der Aufzug kaputt war. Nein, das war Liebe auf den ersten Hit. Wen interessiert deine Liebesstory? Es ist kein privates Profil. Jeder Pimmel kann sich das angucken und dann so, Agathe scheint Sebastian wirklich zu lieben, Mama. Also ich habe jetzt gerade ihr Profil hier gefunden. Der hat ihr wirklich die Aldi-Tüten in den dritten Stock getragen. Es war unnormal krass. Das interessiert niemanden. Hört auf mit so einer Scheiße. Ich bin so froh an manchen Tagen, dass ich Single bin und mir nicht so eine Scheiße geben muss. Im Zweifel. Kann ja auch schön sein. Ja? Aber so Instagram-Couples sind so das Schlimmste dieser Earth. Verstehst du, wie ich meine? Und dann auch immer, kennt ihr diese Leute, die früher auf Facebook gepostet haben? Oh, mir geht's so scheiße. Und dann so 20 Kommentare. Was los? Was ist passiert? Kann man dir helfen? Meld dich. Ruf mich an. Und dann nichts. Aber danke, dass du fragst. Halt deine Fresse! So, Junge, Mädel, Mensch, Frau, Hund, Tier, Pferd. Ist mir egal, UFO. Schreib das nicht. Interessiert mich da nicht, ob du Herzschmerz hast. Und meistens ist es immer wegen irgendeinem Typen oder irgendeinem Girl. Leute schreiben das nur wegen Liebeskummer. Oh, mir geht's kacke. Und manchmal bekommt man dann vielleicht sogar eine Antwort. Ja, mein Freund. Oder meine Freundin. Er ist so ein Arsch. Heul offline, ja, ist halt wirklich so. Das ist verschwendete Lebenszeit, wenn ich mir angucken muss, wie jemand anderes leidet aus irgendwelchen Gründen, die mich nichts angehen. Und da kann ich auch nichts machen. Ich kann da nichts machen, wenn der nicht mehr die Aldi-Tüten hochzieht. Ich kann das nicht. Das ist nicht meine Schuld. Dann geh halt zu Lidl. Bruh. Was ich eigentlich einleiten wollte. Warum beschweren sich Menschen über ihren Partner? Vor allem auch bei anderen Personen. Also, oder im schlimmsten Fall öffentlich. Aber dann bekommt die Person das ja meistens mit. Aber warum würde man das tun? Und dann denke ich mir, warum bist du mit dieser Person zusammen? Digga, ich hasse Pärchen. So, das ist so Kosenamen, oder? Kosenamen? Schatz! Bist du ein bisschen verbittert? Ja, ich hasse Menschen! Das ist mein Problem! Maxim, jeden Tag, ne, wenn er hier angerufen wird von Diana. Was los, Hase? Und ich sitze dann da immer so. Ist schon super auf vorbekommen. Wir nehmen was zusammen auf. Was los, Hase? Bin gerade in der Aufnahme mit Kalle. Okay, Hase. Tschüss. Muss jetzt weitermachen. Tschüss, Hase. Tschüss. Tschüss. Liebe dich.
Auch küssen am Telefon. Wer küsst sein scheiß Telefon? Wer macht das? Liebe dich. Und es macht keinen Sinn. Oder bei FaceTime neuerdings. Ja, ich liebe dich auch. Als ob man so seine Nein! Als ob man sein Dreckstelefon ableckt. Ich kann ja verstehen, dass man verliebt sein kann am Anfang und so. Und Schmetterlings in the stomach und so, ne? Versteh ich. Aber leg du zuerst auf? Bruder, wenn ich auflegen will, leg ich auf. Wenn ich auflegen will, leg ich auf. So, ich muss jetzt los. Ich verpiss mich jetzt. Und wenn dann so eine Nachricht... Bruder, du hast ja wirklich aufgelegt. Hä, halt dein Maul. Natürlich habe ich aufgelegt. Ich muss jetzt hier krasse Sachen machen, Geld verdienen. Oder, ne? Welchen sind das Schlimmste auf dieser Erde? Das macht auch als Zuschauer keinen Spaß. Du siehst so ein Pärchen im Park und willst einfach nur umbringen. Das macht keinen Spaß. Ich spreche hier für die Single-Community. Ich bin euer Sprecher. Alter. Und ihr gebt mir alle auf den Sack. Alle, die hier verheiratet oder unter der Haube oder was auch immer. Ihr gebt mir alle auf den Sack. Seid alle scheiße. Ich hasse euch. Es gibt auch so viele Nachteile. Es gibt so viele Nachteile, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast oder, ne, je nachdem, einfach einen Partner. Es gibt tausend Nachteile. Kommst abends nach Hause, hast den Dreckstag deines Lebens hinter dir. Willst einfach nur, dass Leute ihre Fresse halten und nicht reden. Kommst nach Hause. Hallo, Schatz! So, das ist das Erste, was du hörst und du so... Bei dir wackelt so richtig im Kopf, so. So, dann machst du gleich wieder zu, ziehst den Schlüssel raus und gehst die Treppe wieder runter und verkriechst dich in der Mülltonne. Kommst dann eine halbe Stunde später wieder hoch. Schatz, wo warst du denn? Ah, ich hab noch was vergessen. Oder was ich auch hasse tatsächlich ist, wenn man immer die gleiche Frage gestellt bekommt. Hast du gut geschlafen? Wie war dein Tag? Was machst du heute? Was machst du heute? Oder morgen? Oder was gibt's heute zu essen? Essen ist sowieso so ein schwieriges Thema. Also wenn ich Hunger habe, Schatz, was wollen wir heute essen? Und dann sagt sie so, ist mir egal. Worauf hast du denn Lust? Ist mir egal. Such du was aus. Warum machen die das? Sag doch, was du willst. Sag Nudeln, sag Pizza, sag Salat, sag mal, sag irgendwas. Aber ist mir egal, kann ich nicht machen. Versteh dir das nicht? Ja genau, dann schlägst du irgendwas vor. Ja, hast du Bock auf Nudeln? Nee. Wollen wir einen Auflauf machen oder so? Oh nee, nicht Auflauf hatten wir letzte Woche erst. Das ist auch nicht schon wieder. Asiatisch. Hast du darauf Bock? Oh, weiß ich nicht. Digga. Also dann verhungern wir jetzt heute, oder was ist dein Plan? Es ist halt einfach nur... Ah, ich weiß nicht. Zwischenmenschliche Beziehungen sind einfach so... sind so weird.